So. Welcome back, würde ich mal sagen, ne? Dann machen wir mal da weiter, wo ich vorhin aufgehört habe. Ich habe schon wieder vergessen, ich muss hier, glaube ich, nach rechts. Jo, hier war der Kraken, also weiter geht's. Leckt's, wenn ich lauf? Im Stream? Weiß nicht. Ich glaube doch nicht. Let's go, weiter geht's. Was sind das für Knechte? Kann man die beklauen? Yes. Wie daneben. Fledermaus zuerst an. Und dann... Alle greift er an, ne? Yes. 40 Damage. TP generiert selbst, okay. Oh, ich überlege gerade, ob ich das im ersten mache, wenn ich... wenn ich halt in Overdrive drin bin. Ich könnte es eh zweimal hin, dreimal hintereinander sogar einsetzen. Overdrive kostet die Moves nur eine Hälfte. Na ja, dann, let's go, scheiß drauf. So, darf ich euch jetzt mal was klauen? Yes. So. Kriegst du ja mit normalen Autotech tot, oder? Yes. Jetzt kann ich nicht mal den hier machen. Die Frage ist, ob ich jetzt den hier beklauen kann oder nicht. Boah. Okay. Man kann einmal klauen. Dann. Yes. Dann gibt's jetzt richtig aufs Maul, würde ich mal sagen, ne? Oh, das greift sogar auch alle an. Hab ich gar nicht gelesen vorhin. Schon hab ich leider nicht. Oh, die heilen sich gegenseitig, okay. Ich die Pferde noch 45 oder easy. Du magst ihn aufpassen wegen Overdrive. Shit. Egal was ich einsetze, ich komme aus dem Overdrive raus, aber ich könnte. Ich könnte beide killen. Und der andere ist ja danach auch noch dran. Ja, komm, let's try. Ich habe jetzt einfach. Ich bin ein Idiot, ich habe mich vertippt. Na egal. Ich sie mal. Ach ne, warte mal, das macht TP wieder. Ich bin lost. Egal. Wir kennen uns eh. Ich kann einfach schon auch nicht. Werft stattdessen einen Blick auf meine Waren. Okay. Was verkaufst du? Nur Sachen, die ich nicht brauche. Okay. Und die beiden kriege ich anscheinend wieder, oder? Nice.
nice. Gut zu wissen. Ein Material zum Aufwerten der Ausrüstung. Ja, da werde ich safe nix. Ich weiß nicht, was so alles nützlich ist und was nicht. Da steht's aber. Beute kann nur verkauft werden. Durch Verkauf werden will ich aber ja, dann verkaufe ich alles, was ich an Beute habe, ne? X. Okay. Gut zu wissen, dass Beute nur Moneten gibt. Wenn ihr hier weitergeht, gibt es für eine Weile kein Zurück. Okay, dann wollte ich erstmal nach links, aber die wollen nicht, dass ich nach links gehe. Hallo, könnt ihr mal aufhören, die Cassandra anzugreifen? Ich habe vergessen, wie sie heißt. Okay, okay, ja, dann heilt euch halt. Das macht mir jetzt nicht unbedingt was aus. So, erst was hier. Nice. Attack des Todes. Ich brauche diesen Blütensturm unbedingt. Bam, bam, bam. Das ist für euch alle. Quadra Kill. Süßigkeiten, Stärkungsover, irgendwas. Dann gucken wir mal nach rechts. Yo, Attack. Erstmal stehen, so wie immer. Jeden RPG. Ah ne, scheiße, ich muss Overdrive raus. Na egal, jetzt bin ich wieder drin. Den habe ich ja gerade schon gestohlen, dann der noch, zack. Ach scheiße, aber da liegt eh noch eine Runde. Weil der Auto-Tag reicht für den da oben, ne? Ja, dann mache ich nochmal einen Auto-Tag. Obwohl, da. Ja, ich mache ein Kreuzschieber auf den unteren und dann mache ich gleich einen Audi-Attack mit dem, dessen Namen ich schon vergessen habe. Komm, 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 komm. Ah, komm, fuck. Ah, ich sag tschüss, ne? Ein Tank von denen. Die beiden auf jeden Fall eine eiserne Brustpanzer. Ich muss sagen, klein. Sich irgendwo. Ach, hier rechts sehe ich. Okay, 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 okay. Vielleicht so. Okay, sie kann eh nur das ausrüsten. Okay, 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 ich verstehe. Ich habe verstanden. Ich habe beim Einstellen von VOD übrigens gesehen, dass beim Schildkrötenrennen rechts noch eine Truhe war, die ich nicht geöffnet habe. Ich bin so lost. Sackgasse. Meiner Karte nach sollte der Ausgang am Ende des Kanals sein. Aber wie kommen wir dahin? Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir könnten die hölzerne Planke da unten nutzen. Na klasse,
Das wird ein Spaß. Scheint, als würde es klappen. Ziemlich romantisch, nicht? Oh, bitte hör auf. Mir fällt es schon schwer genug, vom Gestank nicht zu kotzen. Was ist das? Scheint, als hätten wir Gesellschaft. Kraken-Attack, Kraken-Attack, Kraken-Attack. Der Kraken schon wieder? Was stimmt mit dem Ding nicht? Hat es darauf gewartet, dass wir ins Wasser gehen? Was auch immer es ist, diesmal wird es uns wohl nicht mehr alleine lassen. Bereit machen. Ich kann behaupten, den kann ich nicht beklauen. Ja, guck. Giri! Heilen. Erstmal auf den Heiler. Autsch. Okay, ich bin jetzt schon Overdrive, was sehr gut ist. Dann stellen wir die 5 Runden lang bei jedem Treffer TP generiert. Ach, es gibt da einen Lifesteal, oder was? Oder verstehe ich das gerade falsch? Na, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Let's go. Yoko, Giri. Ja, stimmt, ich kann auch einen Ultramove, ich Idiot. Ja, fickt allen Gegner körperlichen Schaden zu, weil sie Angriff Magie abwehren. Das hört sich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht an, ne? Ich weiß ja nicht, was die anderen beiden können. Ja, let's go. Ultramove. Und zing zong zong, ja. Mech-Angriff. Yoko, Giri. So, ich muss mal kurz was gucken. Was habe ich denn getan? Irgendwas stimmt bei mir gerade nicht. Sorry, sorry, sorry. Jetzt. So. Fuck, da komme ich jetzt in Overdrive raus. Na dann. Oioioi. Ich mal wieder da oben. Dann kann die nicht noch weiter. Oh, AirTags, das ist ziemlich gut. Das war dem Penner-Gegner hier. Grad, ob ich hier einmal Rückruftraining aus ihm mache, weil die macht ja Eat Damage. Ich zeig mal aus. Ach, ich rede nur auf ihn. Okay, mach ich trotzdem. Yoko, Giri. Yeah. Ich muss diesen scheiß Heiltentakel wegkriegen. Der nervt. Da brauche ich ein Kreuz hier. Auf den Heidi. Nice, guter Crit. Und dann
Zuerst, ich bin noch nicht aus dem Overdrive draußen. Hat er schon Damage? Ein bisschen an Sicherheit zur Sicherheit. Oder heilen die Tentakel, könnte schon weg sein. Nicht ganz. Ja, aber jetzt sieht es bei mir noch gut aus. Vor allem, ich kann auch mal einen Yoko-Weary, ne? Yes. Ne, dann bin ich in Oha. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich bin jetzt dreimal hintereinander dran. Ja, dann muss ich's. Ich könnte es, wenn ich. Ja, ich weiß nicht, ob ich Glück habe. Ich glaube nicht, dass ich alle drei auf einmal killen kann. Egal, raus aus dem Overdrive, rein in den Schlachtmodus. Ach, scheiße. Das ist jetzt schlecht. Ja, egal, rein. Lebt nur einmal, let's go, overheat. Oh, nice. Okay, das war's. Okay, das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Ich glaube, dieser eine Tentakel wird mich schon nicht killen. Dreimal hintereinander dran sein zu sein. Vielleicht auch nicht. Aber jetzt soll es gewesen sein. Und das war's mit Mr. Kraken. Tschüss, Mr. Kraken. Das war heftig. Lass uns von hier verschwinden. Endlich unter freiem Himmel. Wo sind wir? Der Karte nach ist das südöstliche Hof, die Schatzkammer ist südlich von hier. Ich schätze, hier trennen sich unsere Wege. Verzeih, dass ich vorhin so skeptisch war. Nun, es ist eine weise Eigenschaft, die solltest du nicht ablegen. Ein Feuer? Na großartig, die Gerüchte sind wahr geworden. Die Einwohner haben mit einem Protest begonnen. Ein Protest? Gegen was? Sie wollen nicht, dass der Kanzler Escanias Tarin vertraut. Gerüchte sagen, Prinz Frederik von Tarin hat den Vertrag nur unterschrieben, um sich vom Schaden zu holen, den das Grimoire angerichtet hat. Sobald Tarin wieder bei voller Stärke ist, wird der Krieg weitergehen. Grimoire? Wir sollten uns beeilen. Möge das Licht des Schicksals seinen Weg erleuchten. Ich wünsche euch das Gleiche. Meine Hände hören nicht auf zu zittern. Beine, Amulette glühen. Ist die Zeit endlich gekommen, Meister? Sir Victor? Was für eine Freude, euch hier zu sehen. Hey da, ihr alle. Bitte heißt unseren Ehrengast willkommen. Sir Victor von Arcadia, der kreative Geist hinter all euren Lieblingsstücken. Nun wollen wir immerhin wissen, Sir Victor, was ist das Geheimnis hinter euren Geschichten? Basierend auf einer wahren Begebenheit habt ihr sie selbst erlebt. Meine liebe Rosamund, dass es niemand so genau weiß, gibt es in Geschichten erst die Würze. Jede Antwort auf eure Fragen würde euch nur enttäuschen, also bitte erlaubt mir, keine Antwort zu geben. Hat sie sich natürlich ausgedacht. Sir Victor hat dutzende Geschichten und Stücke geschrieben. Wir können das sie alle in einem Leben erlebt haben, Milady. Aber ist Sir Victor nicht ein Aare? Das wusste ich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich eintreffe. Ich bin nicht verwundert. Unsere Art ist selten, Lady. Großer Mund davon ab. Sehen wir aus wie Menschen. Also, wie alt seid ihr, wenn ihr mir die Frage erlaubt?
Das ist schwer zu sagen, doch als die Universität von Nysa hier in Valandis noch existierte, war ich bereits am Leben und Atmen. Das war vor 500 Jahren. Um Himmels Willen, ihr habt das legendäre Nysa in seiner Blüte erlebt. Er hat dort sogar studiert. Meine Güte, ihr wart also in der Lage, Magie zu nutzen? Meine Magie ist ein wenig eingerostet, aber ja, ich wurde in einer Zeit geboren, in der die Magie aller Rassen deutlich weiterentwickelt war. Wie aufregend, dann ist die Prinzessin hier nicht die Einzige, die Magie einsetzen kann. Oh, vergebt mein vorlautes Mundwerk, eure Situation ist freilich anders. Ihr Freund. Oh nein. Servitor. Bitte verzeiht mir, Servitor. Ihr werdet gebraucht. Verstanden, mein guter Heinlein. Prinzessin, Ladies und Gentlemen. Bitte verzeiht. War das in Ordnung? Perfekt sogar, Heinlein. Eine kleine Pause ist genau das, was ich gerade benötige. Wie besprochen, euer Handsignal. Ihr wurde sprichwörtlich mit Fragen bombardiert. Wie war? Dabei bevorzuge ich es, der Zuhörer zu sein. Wenn ihr mir diese Anmerkung erlaubt, ich könnte all das nicht. Ich stelle mir diese diplomatischen Gespräche ermüdend vor. Man gewöhnt sich daran, solche Veranstaltungen dienen lediglich der Selbstdarstellung und dazu einen guten Eindruck zu hinterlassen. Nicht versuchen zu streiten und einfach wiederholen, was gesagt wurde und alles ist gut. Für euch mag das einfach sein. Soll ich dir zeigen, wie man sich in solchen Kreisen benimmt? Ich wäre interessiert, Servitor. Ich bin für jede Sekunde froh, ich nicht Heinlein sprechen muss. Ich sag's, wie es ist. So, ich habe neues Talent. Oh, tatsächlich. Ein magischer Windangriff. Er hat Bonus schwere Rüstung. Das heißt, ich sollte mit ihm wirklich auf Tank gehen. Ja, dann... Lass mal gucken, erst mal Druckpunkt. Ja, ein neuer Wind. Wind ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, dann fangen wir da mit Psy-1, okay. Speicher nochmal. Yes. So, dann geht's weiter hier. Okay. Dann gibt's ein paar Leute zum Reden. Während Apriella im Westen seit Jahrzehnten im Bürgerkrieg verwickelt ist, versteckt der pazifistische König von Arnsreich sich in seinen Bergen im Osten. Deshalb blieb Valandis bisher von einer Invasion verschont, doch die Dinge können sich jeden Moment ändern. Nur ein vereintes Valandis hat eine Chance, Prinz Frederik von Tarin hat dies möglich gemacht. Jo, sag ich auch immer. Ach du heilige Scheiße, muss ich mit vielen Leuten reden. Außer wenn ich nichts mehr mit Heinlein reden muss, ist eigentlich alles gut, würde ich sagen, ne? Muss mal kurz was Lucky Lucky machen? Scheiße, bin aus dem Mikro irgendwie gekommen, glaube ich. So, let's go, weiter geht's. Alles verläuft nach Plan. Gut, sehr gut. Nichts darf schief gehen. Lord Sigurd ist ziemlich aufgeregt, doch das war zu erwarten. Ach, du bist der Sigurd, Alter. Ich dachte, deine Kirche, alle Leute auf Eldrea finden diesen neuen monotheistischen Glauben großartig. Er verspricht ein modernes Lebensgefühl und wirbt für diverse Vorrechte, die er in das Leben erleichtern soll. Sage ich auch immer. Oh, Sir Victor, ich bin hoch erfreut. Ich kann es kaum erwarten, die neue Kathedrale zu entweihen. Zu entweihen, Alter.
Ich kann es kaum erwarten, die neue Kathedrale endzuentweihen, Junge. Oh, es ist mir eine Ehre, euch und so viele andere ehrwürdige Gäste begrüßen zu dürfen. Du bist bestimmt nicht der Böse mit deinem komischen Ritter, der schon so aussieht, dass er aber gleich alle abschlachtet, aber hey. Ich wollte gerade sagen, der hat auch noch was. Im Norden liegt Arien und die Hauptstadt Tormund, seitdem der König vor Jahren schwer erkrankt, regiert der junge Prinz Frederik. Im Nordosten liegt Gravos, die Hauptstadt von Wyrmshire, wird von Lady Parnella regiert. Doch seit dem Anschluss vor einem Jahr ist sie nichts weiter als eine Marionette von Tarin. Wir befinden uns hier im Süden in Farnsport, der Hauptstadt von Escarnia. Prinzessin Amalia ist zu jung, um zu regieren, also übernimmt Kanzler Sigurd all ihre Aufgaben. Okay. Da drüben ist Sir Raphael als Großinquisitor, darf er in der Öffentlichkeit nie seinen Helm abnehmen. Ich frage mich, wie er das alles essen will. Du darfst deinen Helm nicht abziehen. Was machst du, wenn ich dir jetzt ein Stück von dem Schinken draufschmier? Oh, scheiße. So. Jetzt zu gehen wäre ziemlich unhöflich. Hast du genug geredet? Ich guck mal kurz nach, ob ich wirklich genug geredet habe. Ich glaube aber schon. Nee, habe ich nicht. Soweit ich weiß, ist Prinz Frederik von Tarin krank geworden. Nichts Ernstes, aber er konnte unmöglich diese lange Reise auf sich nehmen. Er ist derjenige, der den Friedensvertrag vorgeschlagen hat, also nimmt ihm das niemand übel. Der Freddy. Ist genug geredet, jo. Es freut mich, euch hier zu sehen, Sir Victor. Ich bin stolz, dass so viele meiner Einladung gefolgt sind. Eine Person vermisse ich allerdings. Ach, ich hab's nicht als. Die Herrscherin von Ascania nehme ich an. Prinzessin Amalia? Aber sie ist auch dort drüben. Wie bitte? Ich meine natürlich Prinz Frederik von Tarin. Er hat sich erkältet. Es ist besser, wenn er in Tormund bleibt. Ich bin ausgesprochen dankbar für seinen Beitrag zum Frieden. Sobald Prinzessin Amalia volljährig ist, möchte ich ihr ein Königreich des Friedens übergeben. Nicht eins von Blutvergießen und Hunger. Apropos Prinzessin. Ich glaube, ich habe euch ihre königliche Hoheit Prinzessin Amalia noch nicht offiziell vorgestellt. Guten Tag, Sir. Ich habe gehört, dass ihr eine Expertin in Sachen Magie seid. Reden die Leute darüber? Meine Mutter hat mir eure Geschichten vorgelesen, Sir Victor. Dank euch habe ich wenigstens eine positive Erinnerung an sie. Komm, Prinzessin. Ich möchte euch noch jemanden vorstellen. Ah, Sir Victor, das seid ihr. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist Sir Raphael. Sein Ruf als Bischof ist mir zu Ohren gekommen. Ich fürchte, ich muss euch enttäuschen, Sir Victor. Ja, eigentlich müsste ja jemand, der so aussieht, so reden. Ich fürchte, ich muss euch enttäuschen, Sir Victor. Er ist natürlich ein Großinquisitor. Oh je, ich fürchte, ich muss euch an den anderen vorstellen, Sir Raphael. Oh, Sir Victor. Ich wieso? Wenn ich wusste, dass er so viel Text hat, hätte ich den letzten Scheiße angefangen vorzulesen. Oh, Sir Victor, es war interessant zu beobachten, wie ihr euch vor den Gästen dieses Banketts verhalten habt. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen. Sir Victor, ich denke, ihr habt bei den Leuten nicht den besten Eindruck hinterlassen. Nun, ich glaube, der erste Gang wird serviert. Danach wird Bischof Zachäus die Kathedrale einweihen. Also gut, das Juwel muss hier irgendwo sein. Verdammt, Soldaten, was machen die hier? Zeit für eine kleine Zusammenfassung der heutigen Ereignisse. Ich habe gehört, ihr zwei wart in den Wohngebieten von Farnsport stationiert. Ja, Sir. Irgendwas Verdächtiges beobachtet? Nur kleinere Vorfälle. Eine Brieftasche wurde in einer Bar gestohlen. Wir hatten einen Zeugen, eine Frau in Rot soll Diebin sein. Außerdem war da ein Kerl, der ein Nickerchen auf einer Bank gemacht hat. Seine Habseligkeiten wurden ebenfalls geklaut. Und schließlich war da noch ein Mann, dessen Geld geklaut wurde, als er gegessen hat. Er konnte den Dieb stellen, aber sie entkam. Er sagte, es war eine Frau mit roten Haaren in einem roten Kleid. Das war alles, Sir.
Schätze bei so einer Veranstaltung sind ein paar Diebstähle zu erwarten. Ihr habt Augenzeugen für fast alle Diebstähle gefunden. Gut gemacht, Soldaten. Schätze, dafür kann ich euch eine Belohnung geben. Nun geht und fangt mir die Diebe. Sir, ja, Sir. Diese Vorfälle kommen mir bekannt vor. Schau mir mal, was der Hauptmann den Soldaten gegeben hat. Dim. Oh, neues Talent. Nice. Hier, Blütensturm. Snazy. Okay. Dim. Süßigkeiten. Wie komme ich da hinten hin? Okay, ich sehe es schon kommen. Man muss hier von oben irgendwo runterdroppen. Oder man kann hier unten lang. Ne. Angriff Overdrive. Kann ich hier auch lang, wo die lang sind? Ne. Kann ich hier unten lang? Yes, okay. Angles Lüge. Bam. Wieso wackeln die Kisten eigentlich so? Na, keine Ahnung. Hier lang? Yes. Das ist schon ein Forsch. Hier ist nicht auch noch eine Kiste. Eisenerz. Schau an, was wir haben. Bist du nicht wunderschön? Wäre eine Schande, etwas so Schönes wie dich in diesen Idioten zu übergeben. Mal schauen, was der Schlüssel noch so öffnen kann. Wow, bin ich jetzt außen richtig gelaufen? Ich kann nicht glauben, dass er uns vom Fall abgezogen hat. Wir hätten diejenigen sein sollen, die nach weiteren Attentätern Ausschau halten. Stattdessen sind wir nun hier. Der Hauptmann hätte nicht ahnen können, dass im Osttor eine Revolte beginnen würde. Uns fehlt es einfach an Männern, deswegen sind wir jetzt hier. Das eigentliche Problem ist, dass wir jetzt zu nah am Bankett sind. Was, wenn er dich erkennt? Niemand würde die Prinzessin von Tarin hier je erwarten. Selbst die, die mich erkennen könnten, würden es vermutlich nur für eine starke Ähnlichkeit halten. Außerdem kennen sie mich nur in anderer Kleidung, mit anderer Frisur und... Prinzessin? Rob. Entschuldigung, ich meinte... Lenne? Das meine ich nicht. Sieh mal da drüben, das ist der Mann, der mit dem Banditen in der Höhle gesprochen hat. Aber ist das nicht... Ich habe ihn ohne seine Uniform nicht im Dunkeln erkannt. Das ist generell Matthew von Tarin. Aber es ergibt keinen Sinn. Warum ergibt er sich mit Räubern? Ich frage mich, ob Prinz Frederik davon weiß. Mein Bruder hat den Friedensvertrag vorgeschlagen. Warum soll der einen Attentat planen, um ihn zu sabotieren? Wer weiß, was in Tormund passiert. Wir sind schon lange von dort weg. Nach 150 Jahren haben wir endlich Frieden. Wie kann der General nur die Mühen meines Bruders so zerstören? Bericht mir das dem Kommandeur. Das kann große Konsequenzen haben. Ich brauche erstmal frische Luft. Also gut, das wird dir gut tun. Lesen ist halt auch nicht meine Stärke, ne? Aber egal. Rob? Psst. Hörst du das? Nichts und nichts. Es sollte hier doch Informationen geben. Sicher, dass du das alles durchsucht hast. Ja, wenn es hier Dokumente zum Grimoire geben will, wären sie hier. Das ergibt keinen Sinn. Beruhig dich. Wir reden hier über eine Waffe, die ganze Region vernichten kann. Vielleicht sind die Dokumente besser versteckt. Tut mir leid, es ist nur... Lass dir das nicht zu nahe kommen, Clan. Wer hat den Stein in Wirnshire platziert? Tarin, schätze ich. Er wurde von Soldaten Tarins beschützt. Aber du hast gesehen, was der Stein macht. Warum würde Prinz Frederik seine eigenen Männer opfern? Ich hätte schwören können, dass Escania involviert war, irgendwie. Sie waren die Einzigen, die von der Katastrophe profitieren konnten, aber hier ist nichts. Wer weiß, was sie mit dem Grimoire vorhatten und was der Stein sonst noch so kann. Vielleicht wollten sie ihn nie so einsetzen. Vielleicht, wenn ich ihn nicht zerstört hätte. Fang nicht damit an, du kannst nicht. Scheiße. Wer seid ihr und was tut ihr hier? Ihre Waffen sollten Antwort genug sein. Das ist nicht gut. Bleib ruhig, Gran. Lass uns von hier abhauen. Halt! Ihr könnt nicht entkommen! Renn. Da lang. Eine Sackgasse. Nein, wir nehmen die Leiter. Du weißt nicht mal, wo sie hin sie führt. Wen interessiert's? Los.
Oh, großer Gott, wir danken dir einmal mehr für das Ende des Krieges. Endlich können wir das wahre Schicksal nach Valandis bringen. Diese neue Kirche wird Menschen ein sicherer Hafen auf dem Weg in die Zukunft sein. Möge das Licht des Schicksals uns zu Wohlstand führen. Eroid? Nun können wir mit Freuden zum Bankett zurückkehren. Mir kam zu hören, dass es als Hauptgang gefüllte rolanische Ohrenschweine gibt. Hä? Pass auf, wo du hintrittst. Die Blanken sind rutschig. Du kannst nicht entkommen. Willst du in deinen Tod stürzen? Da oben? Clan, pass auf. Wer bist du? Clan. Sie sind bewaffnet. Bleib stehen. Das ist eine Katastrophe. Das musst du mir nicht sagen. Ich weiß, Clan und Rob reden gleich, aber es ist halt so. Seid ihr in Ordnung, Prinzessin? Mir geht es gut. Wer seid ihr? Männer, verhaftet sie. Kann das sein? Prinzessin Celestia? Hä? Senkt eure Waffen, habe ich gesagt. Wir sind von der Stadtwache. Kein Grund, mit den Waffen auf uns zu ziehen. Wer wird dir das in deiner Zivilistenkleidung bitte glauben? Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt, Dieb. Holt den Kommandeur, er wird... Letzte Warnung. Senkt eure Waffen. Wir müssen das aufklären. Ihr lasst uns also keine Wahl, außer Gewalt. Kloppe, klopp. Oh nein. Endlich draußen. Ich wusste, dass mich dieses Rohr nach draußen führen würde. Oh shit. Ich muss falsch abgebogen sein. So sieht man sich wieder. Wir haben diese Mission richtig vergeigt. Oh mein Gott, wie aufregend! Sir Victor, ist alles in Ordnung? Die Farbe hat eure Wangen verlassen. Das ist unmöglich. Das ist, was machen Sie hier? Auf meinen Befehl. Wartet, wenn das wirklich die Prinze? 3, 2, 1. Ein Erdbeben? Dies ist kein gewöhnliches Erdbeben. Etwas kommt. Es ist plötzlich so warm. Das nennst du warm. Ich verbrenne fast. Da oben. Was ist das? Achtung. Ein Dämon? Was passiert hier? Ihr alle flieht. Prinzessin! Hey, lass sie in Ruhe. Blöde Idee, Glenn. Dein Untreiben endet hier, Dämon. Ich werde dich vernichten. Geht es euch gut? Ah ne, der war noch ein bisschen tiefer, ne? Geht es euch gut? Ja, danke. Ihr da, kommt her, verschwinden wir. Lauf, Glenn. Mehr Monster? Beschwert das wie sie? Wir können uns vermutlich um die Kleinen kümmern. Schnell, lass uns die Chance nutzen zu fliehen. Glaub nicht, dass wir dich entkommen lassen. Los, alle, lauft. Das Feuerbiest folgt uns. Jeder deiner 4 Charaktere in der aktiven Gruppe kann mit einem Reservecharakter verknüpft werden, wodurch ein sogenanntes Tag-Team entsteht. Um 2 Charaktere zu verknüpfen, öffne das Menü Aufstellung und platziere die Charaktere nebeneinander. Diese beiden Charaktere teilen sich jetzt einen Kampf und können während des Kampfes nach Belieben ausgetauscht werden. Ah, okay.
Im Kampf kannst du RB drücken, um den verknüpften Charakter anzuzeigen. Drücke RB ein zweites Mal, um zu wechseln. Dies kostet keine Aktion. Der neue Charakter kann sofort handeln. Wenn sich jeder Charakter in einem Tag-Team befindet, können bis zu 8 Charaktere in einem einzigen Kampf teilnehmen. Nur handlungsfähige Charaktere können ausgewechselt werden. Außer gefechtgesetzte Charaktere blockieren einen Slot. Stärkung und Schwächungen der ausgewählten Charaktere frieren ein, während sie inaktiv sind. Okay. Das Auswechseln eines Charakters bietet viele Vorteile. Es setzt die Overdrive-Anzeige herab. Es ermöglicht den Zugang zu mehr Talenten und somit mehr Strategien. Wenn der Charakter die LP oder TP ausging, kann er ausgetauscht und in Sicherheit gebracht werden. Gelegentlich wenden Gegner einen Status-Effekt an Schwächung an. Bei einem Treffer kann der geschwächte Charakter nicht handeln, bis er ausgewechselt wird. Okay. Ich weiß halt leider nicht, was Geschicklichkeit oder Angriff macht. Aber mehr LP ist nie schlecht, ne? So, du lernst auf jeden Fall noch, obwohl ich kann schon Windangriff. Boah. Erhöht dein Wert für ein GS, aber ich weiß nicht, was Tech-Punkte bringen überhaupt. Ich würde sagen, die kann doch nicht blind werden. Oh, die hat 2 Points sogar. Da auf jeden Fall noch ein Windschuss. Ist. Bringe die Schädlichkeitstief 3 Sekunden lang 20%. Angriff erhöhen. Ja, komm, Angriff erhöht, zack. Yes. Der Bogenloi. Teil das Gift Toxines zielt 2 Runden lang auf alle Gegner. Das brauche ich auf jeden Fall. Schön viele Dots auf die Gegner reinknallen. Let's go. Noch ein Point. Geschwindigkeit erhöhen. Yes. Aufstellung. Lenny mit Rob. Ich will auf jeden Fall Sienna in der Hauptcrew haben. Dass ich klauen kann. Ist nur die Frage, will ich Rob anstatt Lenny haben? Oder anstatt Killian? Killian kann halt die AOE-Attacke, ne? Aber... ich glaube, Klein ist trotzdem cooler. Ich würde hier gerne Killian haben. So. Und hier dann Rob. So, glaube ich. Werde ich ja sehen. Aber ich glaube, Victor sollte dann zu Lenny, weil die sind beides Nahkämpfer. So. Speichern. Yes, yes. Erzählen. Wechselt so oft wie möglich mit eurem Partner, das wird uns helfen, unseren Overdrive zu kontrollieren. Und wechselt auch, wenn der Gegner euch schwächt. Da kommt zuerst natürlich ein Yoko. Oh, man kann die bestellen, dann. Schnell klauen, zack, 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 zack. Ich hab grad Achselknochen gelesen zuerst. Dann brauch ich bei denen überhaupt Gift? Eigentlich nicht, ne? Ja doch, komm, let's try. Scheiße, stimmt, der konnte gar nicht healen, der andere konnte healen. Ja, hier konnte healen. Zack, aber es kostet mich ja nichts. Ich könnte es nicht nochmal wechseln. Okay. Ja, okay, 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 okay. Ich habe verstanden. Snack. Schwäche Wasser, Schwäche Wasser. Yes, yes. So, dann bin ich im Overdrive. Oh, das ist schlecht. Ich würde gerne noch den unteren klar. Ja komm, scheiß doch, dann bin ich an einmal nicht in Overdrive drin. Nice. Pandemie. Auf den hier. Dann sind beide vergiftet. Und dann gibt's jetzt Yokogiri. Dann bin ich aber wieder aus dem Overdrive draußen, ne? Ich will eh mal kurz gucken. Ach,
Ich hab den Ultra auf, aber ich gehe dann nochmal kopieren. Ah, cool, dass ich jetzt auch einfach sagen könnte: Okay, ich will wechseln. Tapferkeitsmenuett, Poesie-Marsch, Erdraum mit Druckpunkt. Okay. Ja, aber die haben schlechte Wasser, also. Die soll ich auf jeden Fall nicht austauschen. So, weit schon. Euer magischer Buff, wenn ihr jetzt sterbt durch Yokogiri. Wieso kann ich euch keinen Blütensturm? Was habe ich Blütensturm über die Ecke getriggert? Oh ja. Yokogiri! Zack! Das ist so ein Powershot machen. Ich muss jetzt was ändern hier. Ich will sogar hier killen. Jawohl. Wenn es Einzelgegner ist, ist Glenn halt besser, weil der kann nach Armor verringern. Ich mach's so. Es kostet mich ja nichts auszuwechseln einmal. Verpassen, ne? Dann werde ich safe, also. Lalalalalala. Angriff. Oh, blau, jetzt bin ich daneben auf. Oh, mach das nicht zu vergiften. Ich glaube, das ist eh zu schnell da. Ja, komm. Scheiß drauf. Overdrive, was für Fähigkeiten darf ich nicht benutzen? Das ist okay. Jetzt wechseln. Und du dann Weitschuhangriff. Nur einfach ein Buff entfernen, ne? Yes. Zack. Okay, sieht es eigentlich noch gut aus bei meinen Poison Birds. Du kannst dich so viel buffen, wie du willst. Overdrive sieht auch noch gut aus. Ich habe Schwäche. Das heißt, ich muss wechseln, ne? Was Ultra Fit angehen, ja, das war das, was ich vorhin schon gemacht habe. Das kann es nicht so gut, fügt ein Gegner schweren körperlichen Schaden zu erhöhen, ziehen das Geschicklichkeit und Crit Chance, okay. Das heißt, gegen Einzelziel ist das erscheint ein richtig geiler Move. Jetzt hoffen wir nochmal einmal, dass ich zielen kann, nicht? Ich hab Pech. Okay, nice. Perfekt. Durch die Tür. Okay, ist einfach egal, ob ich durch die Tür gehe oder nicht. Ich sehe ja gerade nichts am Bildschirm und habe keinen Bock mehr, dass es geht.
MP plus 10. Gebe ich, glaube ich, Rob. Der hat nicht am wenigsten LP. Jetzt erstmal. Natürlich smart, jemand seine LP noch höher zu machen, aber Rob ist, glaube ich, nicht so schlecht später. Obwohl, na. Komm, ich gebe es unserem Tank. Plan. Ich kann es nicht anders, ich muss stehlen. Shit. Was für ein Schuss getrickt. See. Yes. Dann wieder AOE Attack. Oh, kann ich noch irgendwas Gutes? Nee. Brauche ich Aber eine Rotation halte ich noch aus. Obwohl, wenn ich nächste Runde kann ich helfende Hand aktivieren, dann ist mein Overdrive auch geringer wieder. Und sind daher. Scheiße, war ich geschwächt. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Kann der eigentlich als Ultraangriff? Kann alle negativen Beeinträchtigungen durch den Widerstand aller Gruppenmitglieder entfernen, die Widerstände aller Gegner. Okay. Schön alles Gift verteilen. So. Hey, da ist noch Rechtzeit auf. So, Wasserstoß. Natürlich scheiße. Erstmal Overdrive ein bisschen senken. Alles schlecht, ich komme sehr Abwehr machen. Na, scheiß drauf, ich will das letzte Item haben. Ich habe noch kurz ein bisschen mehr Damage. Das kann ich nicht so das saven. Wieso ist der denn nichts mehr vergiftet? Ich habe 2 Runden Zeit, mein Overdrive zu senken, also mache ich jetzt lieber eine AOE-Attacke, glaube ich. Komm, greif nicht in schlechten Angriff. So, das Gute ist, ich kann jetzt nochmal hier dahin gehen. Ich glaube, jetzt mit dem Onigiri-Angriff gewinne ich. Onigiri! Nice.
ist so eine Fackel. Halt nicht an, ihr Narren, flieht! Okay, ich halte nicht an. Was? Hier soll ich nicht sein. Ich bin so aufgepasst, wo ich hergekommen bin. Ist noch irgendwas? Nee. Schnell rein, 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 rein. Moin, Händler. Was soll dieser ganze Drum da draußen? Wir haben aber auch hier etwas. Verkaufen. Ups. Ich glaube, ich habe nichts von den Schrott, den man verkaufen kann. Kaufen? Es gibt hier nur gleichen Mist wie immer. Bis jetzt brauche ich davon nichts. Okay, 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 okay. Weiter geht's. Rechts oder links? Ich nehme erstmal rechts. Okay, rechts war schon natürlich falsch, wie immer. Links. Dann nach oben. Wasserstoß. Plötzlich Angriff, Magie, Abwehr, Psyche, das ist ganz gut. Ultra-Move. Robo-Angriff. Das finde ich jetzt nicht so gut, was ich hier gerade sehen bin am Tun. Ich bin Overdrive wieder, auch wenn es weh tut, aber ich brauche den Overdrive. Ach, sie ist ja eh geschwächt, ich bin ziemlich los, ne? Das war Autsch, guter Damasch, guter Damasch. Autsch. Pandemie. Noch dreimal Yoko Ono schaffen, das schaffe ich niemals. Yoko Ono. Sie ist geschwächt, austauschen gegen den heiligen Ritter des Todes. Kein Angriffsstärkung, ein Angriff Magie von Runden lang 10%, okay. Ja, der Angriff. Ups, ich buff euch. Hier mit heilen, nee, ne? Eigentlich. Ich glaube, ich werde nicht alle bestehen können, aber ist egal. Hätte ich so eigentlich nicht gebraucht, aber egal. Finden noch der hier, oder? Nice. Komm, komm, yes. Perfekt. Ich weiß, dass ich ein Overheat bin, aber ist mir egal. Wir sind dreimal hintereinander dran. Vor allem komme ich jetzt wieder zurück in Meister. Ja, let's go.
zu Heinrich, du wirst zu Ende. So ein Biest habe ich noch nie gesehen und es muss ausgerechnet während der Friedensfeier auftauchen. Du liebe Güte, das wird die Beziehung zwischen Taryn und Eskana nicht einfacher machen. Und wie soll ich all das Prinz Frederik erzählen? Diese Geschichte klingt doch schon jetzt absolut unglaubwürdig. Lasst uns alsbald nach Tormund zurückkehren. Stimmt etwas nicht, Herr Mathieu? Wir sollten uns beeilen. Ich kann den Dämon immer noch wüten hören. General, was tut ihr da? Es stimmt. Diese Geschichte klingt unglaubwürdig. Wie wäre es mit einer glaubwürdigeren? Ich kann nicht mehr lesen, aber es ist scheißegal. Mit diesem Schwert und eurem Blut. Zack. Taryns Kanzler getötet von Soldaten Eskanias klingt viel glaubwürdiger. Das wird einen neuen Krieg entfachen. Keiner hat Schuld daran, dass ein Dämon den Palast angegriffen hat, Sir. Du bist jung, Naivität leitet eine Zunge. Die Edelmänner von Valandis suchen nur einen Grund, um den Krieg fortzuführen. Es ist egal, was hier tatsächlich passiert ist. Jeder wird die Geschichte so erzählen, wie sie der eigenen Sache dient. Hochinquisitor. Der Friedensvertrag wurde von Leuten unterschrieben, die ihr Schwert so oft gezogen haben. Sie haben unlängst vergessen, wie man einen Stift verwendet und die Wahrheit sagt, oder? Vielleicht haben sie es nie gelernt. Hass regiert Valandis und das lässt sich nicht einfach ändern. Okay. Soll ich so ganz rumpel dran raufen? Wie immer, braucht ihr was? Was gibt's eigentlich noch mal einen Händler für was? Kommt jetzt ein Boss oder was? Oder? Noch nichts gebraucht bis jetzt. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Boss, oder? Das sieht nicht gut aus. Ich habe es euch gesagt, eine Sackgasse. Ach, sei still. Was machen wir jetzt? Der Baba ist da. Ich schätze, wir kämpfen. Ja, wenn ich bei denen stehen kann, muss ich natürlich stehen. Nice. Aua. So, dann muss ich erstmal einen Rüstungsbreaker machen. Dann hier weiter mit Wasser, weil er hat schwäche Wasser. Natürlich Gift, weil Gift ist immer gut in jedem Game. Scheiße, da kommt wieder aus dem Overdrive raus. Aber mit den anderen könnte ich wieder in den Overdrive reinkommen. Ja, let's go. Oh nein, ich komme nicht in den Overdrive rein. Na egal. Verkackt. Und zick. Computersturm. Mann, ich will es einmal einsetzen. Jo, was habt ihr denn gegen den? Muss wechseln, um zu heilen. Ich liebe sie, ne? So ein cooler Charakter. Schade, dass ich jetzt nicht Bogen schon kann. Aber ich nehme mal einen Auto-Tag wahrscheinlich. Kein Bock auf den Overdrive rauszukommen.
hoffentlich hast du deinen Bart wieder weg. Den Overdrive senken. Was für ein Overdrive ist so cool. Oh oh. Okay, es ging vom Damage her sogar. Komm, Blüten, Blüten, Blüten. Die wollen mich den Blüten einfach nicht einsetzen lassen, die Penner. Na egal. Langsam wird es ein bisschen kritisch mit dem Overdrive, ne? Egal. Ich könnte einen Overdrive noch mit helfender Hand senken, aber ist ja gerade halt nur der Healer, aber ist okay. Yokogiri. Dass ich gerade deshalb den Overdrive zu senken. Ich will nicht, dass Ash hier stirbt. Ich muss Rob heilen, auf jeden Fall. Overdrive-mäßig sieht es auch noch okay aus. Gut. Shit. Egal was ich mache, ich komme auf jeden Fall in Overdrive. Also in Überhitzen-Modus. Das ist schlecht, aber egal. Ich halt einmal kurz mehr Damage. Ah, der bufft sich nur. Das ist so gut. Er ist vergiftet, nice. Das ist schlecht, was ich hier kriege. Snack dir erstmal ein, wie viel heilt das? Ich hab TP geheilt, ich bin tot. Scheiße. Ich hab nicht gut lesen. Ja. Komm, Sienna, steh wieder auf. Okay, das ist gut, das ist gut. Ich brauch einen Snack. Erstmal senken, dass ich mal weniger Damage krieg. So. Ein Langfinger nützt mir halt nichts. Kann ich eh einsetzen. Jetzt verstehe ich noch nicht ganz.
körperlichen Fähigkeit zu aufhören, wird dies ausgelöst. Das Abwehrmachen. Nicht Overheat, bin ich wieder direkt tot. Das nützt doch nichts, aber ich kann Overdrive setzen. Scheiße, ich konnte Ultramove. Warte, es kommt nur darum, das zu senken, ne? Ist halt auch nervig. Also, Ultramove war nicht gut, ne? Ne. Egal, Overdrive senken. Ah, nice. Es gibt immer noch nicht auf. Was ist das für ein Ding? Herausragend, wir haben es eingekesselt, bereit für eine weitere Salve. Aber Sir, da sind Zivilisten. Wir haben keine Wahl, feuer die Kanonen auf mein Kommando. Feuer. Du musst aufstehen, Glenn, bitte. Zu welchem Zweck? Das Beste, was ich tun kann, ist hier im Bett zu liegen. Und worauf zu warten, bis niemand mehr da ist, der sich um dich kümmert? Es ist fast ein Jahr vergangen und du sitzt hier, während ich herumreiße und aufkratze, was vom Bund des Eisernen Bullen noch da ist. Du hast leicht reden. Du bist nicht für die Katastrophe verantwortlich. Und du auch nicht. Du hast als Soldat deine Befehle ausgeführt. Du wusstest nicht, wozu der Stein in der Lage war. Du kannst nicht. Ich weiß das, Kilian. Aber am Ende ist es passiert, weil ich den Stein zerstört habe. Ich habe mein Schwert geschwungen und Tausende sind gestorben. Und dann, während ich durch die Ruinen kriechen, durch deinen bewusstlosen Körper trug, die Leichen überall, ihre Haut war geschmolzen, der Gestank. Ich weiß, ich kann das nicht nachvollziehen, aber die Konsequenz kann nicht sein, dass du dich hier versteckst. Glenn, dafür kenne ich dich zu gut. Du bist ein Idealist. Ich mache gar nichts. Ich bin euch doch nur gefolgt. Dann ändere das. Lass Taten folgen. Lass uns den Stein finden. Lass uns nach Valandis zurückgehen. In den letzten Monaten habe ich nicht nur nach Unterstützern und Einkommensquellen gesucht, ich habe auch Informationen gesammelt. Der Stein war ein Grimoire. Ein Grimoire? Ursprünglich war das der Name magischer Bücher. Jeder Magier, der etwas auf sich hielt, hat mindestens ein Grimoire in seinem Leben veröffentlicht. Und je reicher ein Magier war, desto mehr Geld hat er in die Gestaltung des Buchs gepackt. Magische Edelsteine waren sehr beliebt als Einsatz für die Bücher. Als die Magie nach und nach verschwand, verloren die Bücher langsam an Bedeutung, aber die Steine wurden umso wertvoller. Da es keinen Namen gab, der in allen Sprachen funktionierte, wurden sie auch einfach Grimoires genannt. Und eines davon hat die Explosion verursacht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Die Beschreibung der Art und Weise kommt hin, aber nirgends wird ein so mächtiger Stein beschrieben. Du hast gemeint, der Stein war nach der Explosion unbeschädigt? Ja, er schwebte den Ruinen in einen Schwall aus Äther. Ich habe es gesehen. Dann existiert das Grimoire noch irgendwo in Valandis. In den falschen Händen könnte sich all das wiederholen. Du fragst dich, wofür du kämpfen sollst? Kämpf mit mir und hilf mir, den Stein zu finden, damit das all das nicht mehr passieren kann. Wir finden den Stein. Wir stellen die alte Gang wieder zusammen. Und dann... Erinnerst du dich, warum du dem Bund des Eisernen Bullen beigetreten bist? Wir wollten die Welt verändern. Und dafür brauchten wir Macht. Der Ruf unserer Bande wurde immer besser. Die Bezahlung wurde immer besser. Unsere Taschen waren gut gefüllt. Die besten Schmiede arbeiteten an unseren Waffen. Die besten Trainer unterrichteten die Jüngeren unter uns. Wir hatten genug Gold für Luftschiffe und unsere eigenen Himmelsrüstungen. Wir hätten all das zu unserem Vorteil nutzen können, Glenn. Und das können wir immer noch. Wir können wieder so werden. Wir werden mächtiger als jede Armee werden. Wie Alfred und der Bund des Weißen Drachen vor 100 Jahren. Wir werden Revolution starten und das System erneuern. Wir werden die Tyrannei der Könige beenden und die Macht in die Hände des Volkes legen.
Aber dafür brauche ich dich, nicht nur als guten Kämpfer und herausragenden Himmelsreiter. Ich brauche dich als jemand, dessen Herz im rechten Fleck schlägt. Ich brauche dich als Freund, Glenn. Was für eine süße Erinnerung jetzt, aber jetzt ist es Zeit aufzuwachen, Glenn. Hä? Was ist das für eine Stimme in meinem Kopf? Wer bist du? Dein Freund, Kamerad, Mentor. Nenn mich, wie immer du willst. Die Monster haben deine Fährte aufgenommen. Du solltest auf meinen Rat hören. Was meinst du? Das wirst du bald herausfinden. Doch jetzt musst du aufwachen. Bist du wach? Wo sind wir? Scheint, als wären wir unter der Erde. Der Turm ist im Wind eingestürzt, als wir ihn verlassen haben. Wenn du stark genug bist, kannst du mir helfen, den Weg freizuräumen. Wo sind die anderen? Scheinbar nicht hier. Was war das für ein Monster? Ich weiß es nicht. Für einen Moment dachte ich, es macht Jagd auf uns. Für einen Moment? Das Ding hat uns durch den ganzen Palast gehetzt. Du musst doch halb verschlafen sein, Dieb. Ich bin kein Dieb. Du und dein Freund, ihr seid in den Palast eingebrochen. Wir wollten nicht stehlen. Es tut mir leid. Das war unhöflich. Du hast mein Leben gerettet und deines riskiert. Ich werde dir glauben und am Ende ist es auch egal. Dann bleiben wir vielleicht bei Eindringling. Wie wäre es mit Glenn? Mein Name ist Lenne. Glenn, bist du da? Ah, da ist jemand auf der anderen Seite. Dem Schicksal sei Dank, euch geht es gut. Wir hatten ziemlich Glück gehabt, diesen Sturz zu überleben. Sprich nicht so schnell von Glück. Wir müssen immer noch aus diesem Chaos entkommen. Ich rieche Miasma und nicht wenig davon. Das Kanalsystem ist alt, älter als Farnsport. Heute fließt nur noch Abwasser, aber in alten Zeiten hatten diese Wälle einen längst vergessenen Zweck. Das Böse hat sich damals eingenistet. Wir werden jeden fähigen Kämpfer brauchen, um hier rauszukommen. Ja, die Kanäle sind von einer anderen Art. Das haben wir schon lernen müssen. Prinzessin, euch geht es gut. Rob, bist du in Ordnung? Warum hat er euch Prinzessin genannt? Ihr seid eine Prinzessin? Ich hörte Gerüchte, dass die Prinzessin Tarins vor einiger Zeit verschwand. Sie scheint nicht besonders königlich. Sie sieht nicht besonders königlich aus. Was fällt dir ein? Sprich nicht weiter, oder es waren deine letzten Worte. Dann lass mich bessere Worte finden, du Milchgesicht. Du Milchgesicht hast mir rein gar nichts zu sagen. Spart euch eure Kräfte für die Monster, die hier herumschleichen. Verzeiht mir, Sir Victor. Ihr habt recht. Das Wohlergehen der Prinzessin hat Vorrang. Ich vergebe dir für den Moment. Du bist zu großzügig. Das ist kein Scherz. Sie ist wirklich die Prinzessin von Tarin? Wer auch immer sie ist, sie kann eine Waffe führen und das ist alles, was gerade zählt. Wir sollten auf den alten Mann hören und uns verziehen. Dieses Kanalsystem stinkt mir. Ich wünschte, dein Sinn für Anstand wäre so gut wie dein Geruchssinn. Dieser alte Mann ist Sir Victor, einer der größten Schreiber unserer Zeit. Und deswegen sollten wir einen erfahrenen Mann wie ihm folgen. Zusammen waren wir in der Lage, den rotäugigen Dämon zu vernichten und gemeinsam kommen wir auch durch diese Kanalisation. Lasst uns nicht weiter trödeln. Brechen wir auf. Ja, lasst mal nicht weiter trödeln. Ich muss speichern. Aber vorher tue ich Talente noch lernen. So, der Exib. Den muss ich auf jeden Fall lernen. Da kann ich auch Blütensturm. Außerdem ist es ein nach unten Pfeil-Ding. Sieht. So. Die kriegt mal Angriff plus. Obwohl, Lebenspunkte plus. Hier kriegt die Sprengfalle, weil es der blaue Pfeil nach oben ist. Das ist immer gut. Fügt dem Gegner das Zielangriff 2,5 körperlichen Schaden zu. Nice, eigentlich ganz gut. Ich weiß immer noch nicht, was Öl bringt, aber ich will mal auf jeden Fall jede Fähigkeit erlernen. Der hier ist krasse. Der kriegt Bonus schwere Rissi. Yes. Und du kriegst auf jeden Fall auch einen Buff nach oben, weil du bist auch heavy. Und dann hatte ich noch Ausrüstung. Hier wäre das zweite davon. Wir sagen sie, weil sie ist in der Hauptcrew mit drin, ne? Yes. Zwar habe ich nur zwei. Yes.
dann speichere ich. Dann danke und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Wowie.